auf Haut. Da bringt's mir die Toppets hier im nächsten Schirr. Morkinport, he's a man who's looking to get out of his troubles, but nobody is really helping him to get out of his troubles. Unsere Welt ist ein Zirkus. Und in diesem Zirkus sind die Figuren so, wie sie im Kasperletheater auch sind. Holzschnitthaft, ohne Geschichte, ohne Strategie, einfach nur niederträchtig und schadenfroh. Ja, ja, so, da bist du. Ich sieh's dir an, wer es zu Hause bei seiner Frau nicht aushalten kann, der nicht bei der harten Arbeit bleibt, sondern lieber auf der Straße herumtreibt. Bar jeder Empathie. Die Agierenden, ich weiß gar nicht, ob ich die Charaktere nennen kann, will, soll, diese Gestalten haben keinerlei Mitleid, miteinander nicht und mit Mockingpot auch nicht. Und Mockingpot auf der anderen Seite hat eine große Sehnsucht nach Empathie, weil er sein Leid mitteilen möchte. Das kann man nicht mehr Ehe nennen, wo du wegläufst, um woanders zu pennen. After he's out of the Gefängnis, he goes home to his wife and the wife kicks him out. He goes to Arbeitgeber. Arbeitgeber is, du warst nicht hier. And then he goes to the Herr Wurst and Wurst says, okay, I will take you to the hospital. And in the hospital, they do an operation for him and they mess him up completely instead of helping him. And then he goes to Regierung, and the Regierung does not help him at all. And then he goes to Lieber Gott, and Lieber Gott does nothing to help his thing. That's how he is. Ja, ich muss mich da jedes Mal fragen, warum etwas ist, es so ist, wie es ist. Zuerst musste man sich verständigen über einen Grundgestus. Das Clowneske ist der Grundgestus gewesen und wir sind auch davon ausgegangen, dass von Anfang an das Mockingpot eine ausgebildete Stimme sein würde, also ein Sänger, und alle anderen singende oder nur sprechende Schauspieler. Also ich bin dann schon von Bild zu Bild gegangen und habe mir überlegt, welche Farbe muss das haben, damit es möglichst unterschiedlich auch ist. Beim lieben Gott sind die Engel dann plötzlich mitten auf der Szene und singen so wie bei Ray Charles so ein bisschen den Backup-Chor. Composition by Stefan Litvin is very interesting. It has a mixture of it's contemporary, but it also has some classical elements inside of it, and it's very interesting because he uses a lot of colors to tell every build that we have. Mit meiner Gemahlin im gleichen Bett. Und
Was bleibt? Mockingpot gelingt am Schluss was. Also der schafft tatsächlich was. Er schafft es, diese Welt zu verlassen. Diese Maschine, in der der durchgereicht wird, eine Station nach der anderen. Diese Maschine muss fürderhin ohne ihn auskommen. Er macht diesen Betrug nicht mehr mit. Und das ist ein Emanzipationsprozess. Das ist wirklich eine Leistung, obwohl er auf dem Weg relativ viel verliert.